Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Missing. In diesem Film geht es um Mutter Grace, gespielt von Nia Long, die man zum Beispiel kennt aus Sind wir schon da? Sehr geiler Film übrigens. Dann, die möchte mit ihrem neuen Freund Kevin in den Urlaub fahren. Kevin wird gespielt von Ken Leung, den man aus Star Wars Das Erwachen der Macht kennt. Und ja, zurück bleibt ihre Tochter June, die kommt nicht mit in den Urlaub, gespielt von Storm Reid, die man zum Beispiel aus The Suicide Squad kennt. Und Mutter Grace sagt noch zu ihrer Tochter, macht keinen Partys, macht keinen Blödsinn, dies, das und so. Und soll sie dann doch bitte nach dem Wochenende an einem Montag dann abholen am Los Angeles Flughafen. Alles klar. Natürlich macht sie Party, natürlich macht sie Action, dies, das, keine Frage und so. Und ja, an dem besagten Tag schafft sie es auch so gerade eben noch pünktlich zum Flughafen zu kommen. Aber sie findet da niemanden, den sie kennt. Also Mutter Grace und Kevin kommen nicht an dem Flughafen an oder beziehungsweise raus. Und das macht June natürlich dann nach einer Zeit dann natürlich ziemlich stutzig. Versucht natürlich bei allen möglichen Kanälen ihre Mutter zu erreichen und so weiter und so fort. Aber merkt dann relativ schnell, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und somit versucht sie, dem Geheimnis des Verschwindens ihrer Mutter auf die Spur zu kommen. Ja, also ich muss sagen, der Film kann für manche Leute recht anstrengend sein, weil der Film zum größten Teil in einem Raum spielt, und auf einem Laptop spielt. Man hat viele Szenen, die da auf dem Laptop stattfinden und wo dann halt Videoanrufe sind, diverse E-Mails hingeschickt, hin und her geschickt werden und so. Aber der Film ist dadurch nicht langweilig. Eher im Gegenteil. Also man hat da schon so ein bisschen so, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen Detektivgeschichten da drin und sowas alles. Also, und man sieht auch teilweise da, wie wenn man so ein bisschen die Person kennt, sich in diesen oder jenen Account auch einloggen kann. Und so weiter. Also, und was man natürlich auch sagen muss, da ja vieles ja auf dem Laptop spielt, muss dann ja auch für jedes Land bzw. für jede Sprache, wo der Film veröffentlicht wird, das alles angepasst werden. Du musst dann jede Laptop-Bildschirm musst du dann mit der jeweiligen Sprache dann umwandeln oder reinpacken, wie man es auch immer nennen möchte. Das muss ein unheimlicher Aufwand sein, schätze ich jetzt mal. Weiß ich nicht, also interessant auf jeden Fall, dieser Ansatz, mal so einen Film zu haben. Der Film hatte ein Budget von 7 Millionen und ja, also muss man schon sagen, es war spannend, es war aufregend, zwischendurch lustig, aber zu keiner Zeit war der Film langweilig. Im Gegenteil, also so ein bisschen so dann zu denken, ja, da bist du jetzt in eine Sackgasse geraten, was macht man denn jetzt am besten? Okay, die Person ist jetzt gerade nicht hilfreich. Welche Person könnte man denn jetzt doch mal kontaktieren und sowas alles? Also hat mir echt was gegeben, hat mir echt gut gefallen. Muss ich sagen. Auch schauspielerisch top. Kann ich nicht meckern. Also sowohl June, die da die ganze Zeit da an ihrem Laptop da und am Handy und dies und das da versucht, da irgendwelche Antworten auf ihre Fragen zu kriegen. Echt gut. Man sieht so auch, wie sie teilweise hin und her gerissen ist, weil Eltern nerven ja schon mal. Ist ja gar kein Geheimnis. Und dann ist man vielleicht dann doch mal froh, wenn dann Eltern wirklich mal eine Zeit lang nicht da sind. Aber wenn die dann ungeplant nicht da sind und man sich dann doch Sorgen macht, na, dann kommt man doch mal so die eine oder andere Zeit ins Grübeln. Ja, welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts,
Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir auch wieder. Ja, also der Film ist spannend. Der Film hat eine Prise Humor, die genau zur richtigen Zeit kommt. Der Film hat gute Schauspieler, gute Charaktere, eine gute, ja, die Charaktere sind auch gut, sage ich jetzt mal. Man kann sich mit denen verbinden, weil man da die Hintergrundgeschichte so ein bisschen auch durchleuchtet und alles und so. Ja, doch, der Film hat mir echt gut gefallen und ich gebe den Film, ja, solide 4 Totenköpfe, weil der Film echt gut ist. Aber ja, perfekt, was ist perfekt? Von daher sage ich euch mal, das passt schon so mit den 4 Totenköpfen. Das ist schon so vollkommen in Ordnung. Ja, das war die Filmbewertung zu dem Film Missing. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.